Hallo und herzlich willkommen zur 114. Folge von Forza Horizon 4. Dieser Wagen entstand als Kooperation mit VW und Porsche, doch teilweise als VW Porsche verkauft oder auch nur als Porsche oder nur als VW, je nach Markt. Das hier ist die Version 914-6, also hat es einen 2 Liter großen 6-Zylinder Boxermotor, der von Porsche stammt. Diesen Wagen gab es auch als 914-4. Der hatte einen 14er Boxermotor, der allerdings von VW stammt. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich, weil das ist hier ein Porsche-Motor. Schöner Boxer mit 110 PS. Der Wagen wiegt unter einer Tonne. Und ist übrigens, oder war der erste Mittelmotor-Sportwagen, der in Großserie gebaut wurde. Denn dieser hat sich, glaube ich, ca. 120.000 Mal verkauft, dieser Wagen. Und das ist schon heftig. Ich glaube, auch damals bei Porsche war das schon ein riesiger Erfolg. Ich denke mal, der 911 war damals noch nicht ganz so erfolgreich. Nicht so wie heute. Ja, auf die Teststrecke geht es mit diesem Auto nicht. Das wollte ich nicht machen. War natürlich wieder getuned. Mit 110 PS. War damals natürlich cool. Auch bei dem Gewicht unter 1000 Kilo, das ist cool. Aber ein bisschen schneller können wir den schon machen. So. Dann Motorswaps. Oh, 4 Stück. Also Serie haben wir hier 6-Zylinder Boxermotor, 2 Liter Hubraum, 110 PS. Dann haben wir einen 2 Liter 4-Zylinder Boxermotor vom Subaru Impreza. Das gleiche als Turbo Rally Motor, ebenfalls von einem Impreza. Dann 4 Liter Boxermotor mit 6 Zylindern aus dem GT3 RS. Müsste der entweder GT3 RS 4.0 zur Generation 997. Oder der 991.1. Die haben ja die gleiche Leistung, die Motoren. Und hier noch, okay, 3,3 Liter 6-Zylinder Boxermotor mit Turbolader. Ist, denke ich mal, aus dem 911 Turbo 3.3, den wir hier im Spiel haben. Alles andere würde eigentlich keinen Sinn machen. Ich meine, hier in dem Auto 3,3 Liter Hubraum. Klingt sehr abenteuerlich bei so einem kleinen Auto. Aber den Wagen gab es sogar als, glaube ich, Konzeptfahrzeug war das. Mit einem 3 Liter großen 8-Zylinder Boxermotor. Aber der ging nicht in Serie. Da wurden, glaube ich, auch nur 2 Exemplare von gebaut. Aber es geht. Also hier in dem Auto kriegt man auch einen 3-Liter Motor rein. Mit 8 Zylindern. Kann man machen. Muss man aber nicht. So, natürlich Heckantrieb beim Mittelmotor. Und das Verhältnis, ne? Zwischen Länge der Motorhaube und Länge hinten. Sieht schon ziemlich besonders aus, aber ich finde den Wagen irgendwie cool. Auch ziemlich tief, wirkt ziemlich sportlich. So, wir könnten einen Twin Turbo einbauen. Und ja, Kompressor, wobei ich den Wagen erstmal frei atmen lassen würde. Er ist natürlich, ne. Gut, Bremsen gut. Die Felgen lasse ich sogar. Sind das Fuchsfelgen? Die finde ich geil. Aber den. Auch ein sehr beliebtes Tuning-Auto. Auch viele Exemplare dieses Wagens als 914-4 wurden umgebaut auf 6-Zylinder-Motor. Hab ich mal so gelesen, so überall Käfig. ne, braucht er glaube ich nicht. Gewicht muss ich gucken. Ich würde auch gern vom Gewicht unter einer Tonne bleiben, wenn das geht. So, da haben sie irgendwie sich ein 5-Gang-Getriebe. Ich glaube, es war so knapp über 200. Ist eigentlich ganz in Ordnung für so ein Auto. So, vorne würde sogar noch ein bisschen mehr gehen. Hinten, das passt eigentlich wunderbar. Schon tief, also so muss das. Und, oh, die Felgen gehen aber größer. Also 15 Zöller, 16, 17, 18, 19, 20. Ach du Scheiße. Nein, das ist wirklich zu groß. Ich wäre für 17 Zöller. Ja, bei dem kleinen Auto reicht das. Satz 20 Zöller, ne, das gefällt mir überhaupt gar nicht. Reifenbreite, ja, die gleiche Reifenbreite wie mein Corsa, 165er. Ich glaube, ich auch 15 Zöller drauf. Habe ich sogar 16 Zöller? So Stahlfelgen, ne? So, machen wir mal so ein 225er. So 215er sind auch schon mal ganz gut.
machen wir. Okay, 205er vorne. Ja. Komm. Aber Reifen. Oh, wir haben nicht mal Straßenreifen. Dann bekommt ihr auch mal Straßenreifen. Sportreifen bis nächstes Ende. Der Wagen wird nicht so krass aufgetunt. Leider ist nur ja. Ich will auf jeden Fall noch unter 200 PS bleiben. So, Hubraum, was geht da? Von 2 Liter geht's auf 2,2, 2,4. Alter, auf 3 Liter? Das war Hubraum-Erweiterung. Von 2 auf 3 Liter direkt. Das ist schon heftig. Nee. Kriegt neue Ventile. Bleibt der Wagen sogar C-Klasse. Später. Der Wagen soll auf jeden Fall C bleiben. Da muss ich mal kurz gucken, wo ist mein Handy eigentlich schon wieder hin? Ich habe mal kurz mein Handy. Einen Augenblick. Dann mal kurz den Taschenrechner rausholen. Leistungstechnisch sind wir 150, 160, jetzt geschätzt. Sogar 170 PS. Ich denke, bei einem Auto, was unter einer Tonne wiegt, ist 170 PS ausreichend und es ist ein Porsche. Der Porsche-Faktor. Deswegen, das reicht eigentlich schon. Also, lassen wir das so. Wiegt auch unter einer Tonne, das passt alles soweit. Ah, genau. Was ich noch gar nicht geguckt habe. Barrikade gibt es nicht, so. Muss ja sagen, die sieht gut aus. Die gefällt mir. Ein Spoiler. Ja. Das kann man sogar wirklich machen. Ich finde, der Spoiler, der geht in Ordnung. Das sage ich in Forza ziemlich selten. Dass es gut aussieht oder dass es klar geht. Aber jetzt bin ich wieder einen Punkt zu viel. Die Bremsen fliegen auf jeden Fall nicht raus. Jetzt muss ich ein Leistungsteil rausnehmen. Boah, ist gleich wieder. Alter. Mach fast 20 Punkte aus. So, 85. So viel habe ich noch gar nicht. Was machen die Ventile, wenn ich die rausnehme? Auch 85. So habe ich noch gar nicht drin. Ich probiere mal was. Jetzt Luftfilter rein. Ha! So haben wir jetzt ca. 100, weiß ich, 68 PS, 169 PS, 237 Newtonmeter auf knapp unter einer Tonne. Ich denke, damit kann man leben. Natürlich verbaue ich auch nur Rennteile, ne? Alles andere ist ja ab. Na, wenn schon, denn schon, ne? Straßen- oder Sportteile sind ja langweilig beim Motor. Natürlich Reifen mache ich nicht immer Rennreifen drauf, das ist, denke ich mal, klar. Was auch nicht immer so unbedingt was bin. Ich glaube, der Wagen bräuchte nicht wirklich einen Reifen. So, komm. Get low. Aerodynamik geht sogar zu verstellen. Ich denke, der verträgt sogar, wenn ich hier ein bisschen mehr Geschwindigkeit gehe. Ein bisschen. So, 5-Gang-Getriebe behalten wir bei. Deswegen den 6. Gang werde ich nicht übersetzen. Ja, so knapp über 7 Sekunden auf 100. Gut, jetzt nicht mehr. Das finde ich gut. Reicht doch vollkommen aus. Man muss auch mal die langsameren Autos genießen. Nicht mehr alles ganz schnell. Ach, 300 irgendwas km/h. Und auf 103 Sekunden. Kann sich eh kaum einer leisten. Also, wenn die wenigsten in den Genuss davon kommen. Denk mal, nur an 7 Sekunden, das werden schon deutlich mehr Leute erleben. Und sich daran erfreuen. Weil das ist auch schon, das ist schnell. That is fucking fast. So, Top Speed müssen wir jetzt, keine Ahnung, 200, schaffen wir 220?
Das wäre cool. Wenn wir jetzt 220 schaffen würden. Das würde mich zumindest sehr, sehr freuen. Die Serie waren so 205 oder sowas. Jetzt 220. Eigentlich sogar noch ein bisschen mehr, oder? So. Den fünften. Nur 206. Kann aber irgendwie nicht so ganz stimmen. Also das glaube ich nicht so ganz. So, farbentechnisch. Die Felgen würde ich sogar eigentlich hell lassen. So, wir haben hier so Orangetöne, Gelb, Grün. Ja. Ich finde dieses Serienorange eigentlich schon ziemlich geil. Nur so mit den Rückleuchten, das mit dem VW Porsche Schriftzug. Ja, das finde ich schon ziemlich geil. Design, ach nö. Bleibt alles so, wie ich sehe es. Das soll ich nur 206 schaffen? Das kann ich irgendwie nicht so ganz glauben. Das muss ich jetzt mal austesten. Ja. Kann man machen. Wir haben immer noch einen Saugmotor übrigens, ne? Ich hätte nichts Turbo gemacht. Der hat 170 PS aus 2 Litern. Das geht in Ordnung. Schon nicht verkehrt, was die Literleistung angeht. Doch, 120, 30, 40. Ich glaube, das schafft mehr. Aber jetzt erschwächt es schon ein bisschen. Was ich auch jetzt auch einfach dagegen mal tue. Ich schätze das mal auf alles, und zwar Aerodynamik. So. Ich denke, das wird dem Wagen nicht wirklich schaden, bei 170 PS. Ja. Das wird kein Quertreffer von dem Herrn sein. Ah! Das gefällt mir schon ein bisschen besser. Dann, ich teleportiere mich mal ganz, ganz kurz hier hin. Ja. Wir wollen ja Zeit sparen. Und nicht Zeit verplempern. Aktuell ist auch gar nicht mal so viel Zeit jetzt für Forza. Ich habe zum Glück, ich habe gestern Thronebreaker durchgespielt. Und ich habe jetzt auch heute Spyro 2 beendet. Das ist schon mal sehr gut. Es fehlt nur noch Spyro 3 und dann wieder komplett Zeit für Forza. Komm, gib ihm. Was denke mal viele auch nicht wissen, und zwar zwischen dem Fahrer und dem Beifahrersitz ist noch eine kleine Notsitzfläche vorhanden. Dadurch gilt der Wagen offiziell als Dreisitzer. Ob man in diesem Auto mit 3 Leuten sitzen möchte, ist eine andere Frage. Aber laut offizieller Beschreibung ist es auch ein Dreisitzer. Ich glaube, vielleicht für, naja, 3 kleinwüchsige Menschen. Dann mit 3 1,80 Meter großen Leuten wird sie da nicht miteinander sitzen. Aber naja, es geht. Oder es sollte gehen. Ziemlich selten bei so einem Auto und 3 Sitzer. Vor allem in der ersten Sitzreihe. Und vielleicht viele größere Autos in der zweiten Sitzreihe. Sind irgendwelche Vans oder sowas. Das ist ja ganz üblich. Bei so einem Auto ist das ziemlich unüblich. Oder auch generell bei Sportwagen. McLaren F1 war ja auch ein Dreisitzer. Ein Supersportwagen. Und auch heute noch schnellste Sportwagen mit Saugmotor. Mit knapp, glaube ich, 390 km/h Topspeed. Wir haben doch mehr geschafft, als ich erwartet hatte. 2,24 habe ich jetzt geschafft. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Das reicht. Geht ein bisschen langsamer, geht es ein bisschen bergauf. Ja. Für so ein Auto 220 Klamotten, da bin ich mit zufrieden. Definitiv. So. Bevor ich ein Rennen fahre, gibt es hier noch, glaube ich, ein Kapitel, das wir nicht gemacht haben. Genau, das mache ich nochmal schnell. Damit das dann auch fertig ist. Und die nächsten beiden Autos stehen auch schon fest. Für die nächsten beiden Folgen. Und es wird auf jeden Fall, es wird schneller.
einmal noch ein halbwegs normales Auto und einmal wird es wieder ein bisschen crazy. Soll ich es schon sagen? Ach komm, weißt du was? Das ist die nächste Folge. M3 Ach, E46. ich weiß auch nicht. All die PR und die vielen Online-Aufrufe kommen nicht an das Gefühl heran, wenn man vor einer Menschenmenge einen Stunt hinlegt. Weißt du, was ich meine? Zurück zu den Wurzeln. Von der Das Menschenmenge, ist ne? mein GTR. Black Edition. Ich will, dass du damit ein paar Kinnladen auf dem Festival runterklappen lässt. Wenn ich an Menschenmengen und Autos denke, denke ich eher an Mustangs, die in Menschenmengen fahren. Mann. Furchtbar. Wir haben nächste Folge M3 E46. Und dann übernächste Folge Black Diamond F1. Wo ich gerade eben geredet habe. Oh yes. Im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt nehmen. So, dann fahren wir jetzt mal hier lang. Um ein bisschen driften zu können. Da ist der Wagen krass und getuned? Nee. Ich bin mir optisch getuned als leistungsmäßig. Sieht gerade schön aus. Na komm, los! Wir legen noch eine ganze Schippe drauf! 150.000 Punkte. Okay. Ups. Das ist schon echt nicht wenig. Ich glaube, von 7.500 für einen Stern auf 150.000. Ey. Wo geht die Strecke lang? Lass mich mal angucken. Wow. Das ist, glaube ich, auch gar nicht mal so viel Zeit. Rechts abbiegen. Toll. Diese Momente immer. Ich kann GTR, ja? Ich kann alles umfahren. In 400 Metern links abbiegen. Soll dann erst drei Sterne werden. Dann müssen das schon 150.000 Punkte sein sollen. Ja, ich brauche. Zeitig geht's eigentlich. Also noch nicht ganz so rumschleichen. Nicht so wie gestern der Opel Corsa vor mir. Also gestern war der 24. glaube ich. Oder? Ne, gestern war der 23. Entschuldigung. 23. Wetter. Da bin ich mit meinen Eltern nach Rostock gefahren. Den Firmenwagen meines Vaters abgeben. Wir hatten einen Firmenwagen bekommen. Und der wurde gestern, vorgestern zu uns nach Hause geliefert. Aber der alte Firmenwagen, den er hatte, ist von einer anderen Firma übrigens gewesen, von einer anderen Vermietungsfirma. Der musste wieder zurück, da wo er ihn abgeholt hat, nach Rostock. Und deswegen bin ich quasi seinen alten Firmenwagen gefahren, den neuen. Sind bei der nach Rostock gefahren, haben den alten quasi abgegeben, sind mit dem neuen wieder zurückgefahren. Und ich bin gefahren, also jetzt hat er bekommen, einen Opel Astra, glaube ich, Sports Tourer, also ein Kombi, als 1,6er Diesel. 36 PS und das waren die Punkte und Automatik. Vorher hatte er einen Citroën C4 Picasso auf dem Diesel. Aber Leistung weiß ich nicht. Ich glaube ein bisschen mehr, weiß ich noch 50 PS oder sowas. Bin den Citroën gefahren. 6er Handschaltung. Und tatsächlich hey, erstaunlich danke. Gut gefahren. Und weil du so hammermäßig gefahren bist, darfst du meinen Wagen diesmal be. Quatsch, der bleibt bei mir. Aber du kannst meine Autos jederzeit ausleihen. Klar, ist doch selbstverständlich. So. Genau, dann, also eigentlich wollten wir in der Kolonne fahren. Mein Vater ist quasi vorgefahren. Ich bin hinterher gefahren. Ich werde mal bei der Navi an, also alles gut.
Dann irgendwann wollte ich dann, habe ich überholt, wenn das, weil er mir zu langsam gefahren ist. Weil jetzt glaube ich nur so 130, 140 gefahren. War mir dann einfach zu langsam. Die Autobahn war eh unbegrenzt, also bei der ganzen Strecke war wie viel Kilometer begrenzt? Nicht mal 10% oder so. Deswegen alles gut. Oh, Hack bekommen dafür. Da war ich halt auf der linken Spur. Sonst auch immer Rechtsabbot eingehalten, alles gut. Ja, Jay ist aufgeregt. Also, er ist immer aufgeregt. Aber er ist glücklich. Und du bist glücklich. Und damit ist meine Arbeit getan. Ich bringe euch beide bald mal wieder zusammen. Dann wollte ich auf der linken Spur. Wollte ich überholen. Vor mir ist halt noch ein Opel Corsa rausgezogen, den er noch überholen wollte. Dann war ich schon mal bei der zweispurigen Autobahn. Und der Corsa, der ist so dermaßen langsam gefahren. Also wenn man das eigentlich überholen nennen konnte. Also die waren eigentlich... Also der Wagen auf Rechtsspur war noch so 10 Meter weiter vorne. Der Opel links 10 Meter weiter hinten. Und so gefühlt konnte der Opel einfach nicht aufschließen. Der hat kein Gas gegeben. Sind beide so fast im gleichen Abstand gefahren. Also dass der Opel nicht weggezogen, was er eigentlich sollte. Weil überholen heißt ja auch mit einem Geschwindigkeitsüberschuss, der auch ein bisschen höher ist, zu überholen und kein Elefantenrennen zu machen, hat er sich erst gar nicht bewegt. Dann habe ich Lichtspur gegeben, aber ohne Licht aufzufahren. Ich habe, weiß ich, 70 Meter Abstand oder so gehalten, oder 60 Meter. Habe Lichtspur gegeben einmal. Was passiert? Nix. Dann habe ich es nochmal getan. Lichtspur. Einmal. Ich habe jetzt kein Dauerkonzert gemacht, kein Dauerlichtkonzert. So was mache ich auch nicht. Aber ja, passiert ist nada. Ich gewette das. Deswegen, das war nicht so geil. Und dann kommt auf einmal, habe ich einer rechts überholt. Ist dem Opel fast hinten reingefahren, Lichthupe, alles weggedrängt. Dann konnte der Opel Gas geben. Hat die Situation zwar aufgelöst, aber es ist nicht wirklich eine Lösung, denn ich sag mal, rechts zu überholen, extrem die aufzufahren und den von der Bahn zu scheuchen, das ist nicht unbedingt die klügste Lösung. Hat zwar funktioniert, aber naja. Das ist nicht so die feine englische Art. So, welches Rennen nehme ich denn? Ich kann ja wieder eins von meinen fahren aus der... Nee, ich habe kein eins fahren, was ich glaube ich noch gar nicht gefahren bin. War das auf dieser Strecke oder war es hier? Das war sogar hier. Dann ist halt irgendwann, Opel auch leider hat dann auch nicht mal ein bisschen Gas gegeben. Überholt, rechts rüber. Und dann, ja, konnten wir zum Glück weiterfahren. Aber halt, ich meine, wenn man überholt, dann soll man natürlich Gas geben und schneller sein als der, den man überholen möchte. Das ist schon mal der erste Schritt. Weil beim hinter einen Autos auch noch überholen möchten. Und das auch augenscheinlich mit Lichthupe kundgeben, ist ja erlaubt. Sondern überholen möchte, anzeigen, einmal Lichthupe zu geben, das ist ja nichts Verbotenes, ist nicht irgendwie dringende Nötigung. Man kann es übertreiben, dann ist es dringende Nötigung, wenn man da Dauerkonzert macht, aber habe ich nicht gemacht. Habe genügend Abstand gehalten, alles gut, nicht irgendwie bedrängt oder so. Classic Sports Cars. War das hier? Ich glaube schon. Genau, machen wir mal die Strecke hier. Der war so dermaßen langsam, also... Die Leute können gern, was ich nur 100 km/h oder so fahren oder 120. Ich fahre ja auch mit meinem Auto privat auf Autobahn relativ langsam. Aber wenn ich überhole, dann gebe ich wenigstens Gas. Kann dann nach dem Überholen wieder langsamer fahren. Das geht doch. Wenigstens beim Überholen das zügig machen. Ich glaube, selbst LKWs können einander schneller überholen, als der Opel diesen anderen überholt hat. Und das kann doch jetzt nicht an der Leistung liegen, irgendwie ist der Opel hat irgendwie zu wenig PS oder so. Und ich hab auch nur an meinem Opel 80 PS. Aber ich kann auch fast 190 fahren. Wenn ich möchte. Ich kann auch zügig überholen. Das geht auch mit wenig Leistung. Da habe ich rüber geguckt, aber beim Überholen saß ein älterer Herr drin. Hat vielleicht nicht so viel getraut, aber... Überholen heißt überholen. Überholen heißt nicht ineinander fahren. Deswegen, das fand ich dann nicht ganz so geile Situation.
Also ich war soweit ganz gut, die Fahrt war ziemlich angenehm. Auch nicht so viel Verkehr. Mich noch einmal kurz in Rostock mit einer falschen Kreuzung abgebogen. Mich hat das Navi falsch gelotst. Das war dann nicht ganz so gut, aber gut. Ich habe die nächste Kreuzung wieder umgedreht. Dann waren wir kurz in Rostock. Da haben wir das Auto abgegeben. Dann ich wieder zurück, haben wir auf dem Rückweg noch fahren wir in den Mediamarkt ran. Jetzt haben wir auch hier noch eine Waschmaschine haben wir noch gekauft. Noch was essen gegangen und dann war ich wieder zu Hause. Ich war gleich zu Hause, 14 Uhr oder so. Wir sind morgens losgefahren und gestern um 8:30 Uhr. Also alles ganz entspannt. War ziemlich cool eigentlich. Ich bin vom Citroën echt überrascht, wie gut er sich fahren ließ. Hätte ich nicht erwartet. Weil ich meine, rein optisch ist der Citroën eine Katastrophe. Also ich finde vom optischen finde ich absolut hässlich, den Wagen. Ich finde generell vom optischen Citroën nicht wirklich so gut, aber fahrtechnisch fuhr sich echt geil. Ich würde dann öfters mal mit Tempomat gefahren. Hatte hier Abstandsregler, alles mögliche Scheiß hat der. Ist ziemlich gut ausgestattet. Ich finde, das war ziemlich leicht. Leiser Motor, sparsamer Motor, hat nicht so viel verbraucht. Auch schönes Getriebe. Lange Übersetzung. Schöne niedrige Drehzahl. War sehr angenehm zum Fahren. Auch sehr bequem der Wagen. Aber ich sag mal, ist nicht meine Größe. Also damit dann, wir müssen unterwegs nochmal kurz angehalten. Also einparken war jetzt nicht ganz so geil mit dem Auto. Ich meine, so ein Citroën C4 Picasso ist halt so ein kleines bisschen größer als mein Opel Corsa. Aber naja, deswegen, ich bin auch schon größere Autos gefahren. Also, ich hab's dann auch geschafft. Ich bin auch schon Transporter gefahren, also da geht's noch. So, ist das ein AMC vor mir oder AMC Pacer oder sowas? Ah, zieh dich ab, Junge. Der Sound geil von Porsche. Diese schönen Boxermotoren. Die haben sich selbst mit dem Hubraum geil an. Was ich vom Sound her auch eigentlich ganz gut finde, ist der aktuelle Cayman oder Boxer. Den man als Serie, glaube ich, 2 Liter 14er Boxermotor. Oder halt dann als Boxer S oder Cayman S, meine ich 2,5 Liter großen Boxermotor. 4-Zylinder, Turbo. Hört sich aber dafür auch ziemlich gut an, finde ich. Natürlich, klar, ich finde 6-Zylinder Sauger besser. Das ist jetzt keine schlechte Alternative, ich finde, das ist unfair. Das hört sich trotzdem gut an. So wie ich es gehört habe, wird es auch vom 718 Cayman auch quasi eine sehr sportliche Variante geben. Was ist denn 718 GT4 oder sowas? Nochmal eine sportlichste Variante. Was GTS, ich weiß es nicht genau. Die soll sogar, glaube ich, habe ich so gehört, bestimmt weiß ich nicht. Die soll dann auch eine 6-Zylinder Boxermotor haben als Sauger. Das wäre natürlich auch wieder ziemlich geil. Also rein optisch ist halt der aktuelle Cayman oder Boxer sehr lecker. Also sieht sehr geil, sehr, sehr geil aus. Aber motorentechnisch ist gut. Aber 6-Zylinder wäre natürlich besser. Hab mich wieder mal wunderbar verbremst. Porsche fährt sich echt gut. Den Spoiler finde ich ehrlich gesagt als Forza-Spoiler, das sieht in Ordnung aus. Kann man so machen. Also hinten, da muss jetzt auch keine riesen Hege drauf, da muss jetzt kein GT3-Flügel drauf. Das würde überhaupt nicht passen. Also so eine kleine Lippe, das reicht eigentlich. Der muss da auch nicht. Schöner Klappscheinwerfer. Ja, ist schon cooler, das Ding. Raum hier. So, Rechnung Nummer 4. Man merkt auf jeden Fall, dass der Wagen nicht viel wiegt. Das stellt man wirklich am Handling. Dass sich hier sehr leicht, dass er auch ziemlich wendig ist. Auch auf Lenkbefehle ziemlich schnell noch reagieren kann. Und ich erstmal so schimpft wie ein Boot, so, ach ja, ich könnte ja mal da irgendwo hinfahren. Ich scanne hier zum Spiel ältere Muscle Cars machen. Hier schwimmen meistens so wie Boote rum, so ganz butterweich gefedert. Das ist schon was ganz anderes.
Ich will nochmal meine Rundenzeit verbessern. So, das sind wir aber in Ordnung. Ja, Bremszeitpunkt, eher gesagt. Ich sehe, die Folge ist schon wieder ziemlich lang. Ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet. Das kann ja mal passieren. Ja, jetzt so um die 30 Minuten soll eine Folge lang sein. Das ist ja bei bisher so 27, 28, 29, das ist schon ganz gut. Ja, es ist ein Porsche, da darf die Folge ruhig mal ein bisschen länger sein, ne? Das sehe ich nämlich genauso. So, eine Runde. Ein Schmuckstück. Übrigens, kein Cabrio oder Wolfster, sondern ein Targa. Das heißt, man kann, glaube ich, nur das Mittelteil rausnehmen. Vom Dach. Und was das eigentliche Dach ist, quasi. Diese ziemlich ebene Fläche da oben drauf. Was diesen Hügel an der Seite oder so, das muss sogar bleiben. Kann ich den Forza von den öffnen? Kann ich ja vielleicht nochmal gucken. Im Forza Vista-Modus. Weiß ich aber nicht. Ich glaube, den Wagen finde ich, glaube ich, sogar mit Dach cooler als ohne. Passt irgendwie ein bisschen besser. Vor allem der Kofferraumvolumen, Alter. Vorne, ich meine, ist ja ein Mittelmotor. Also ist vorne relativ viel Platz. Und hinten. Wenn die Kofferraumklappe. Ist halt schon ziemlich riesig. Also da ist schon relativ viel Stauraum. Komm, gib Gas, Junge. Die Leistung reicht aus. Ja, will ich da gar nicht reinmachen. Vielleicht mal testweise wie Maximalabbau, vielleicht auch mit Motorwechsel. Den 3,3 Liter Motor. Das ist ein Turbo. Sonst wird der Wagen dann wieder so zurückgetunt. Mein Lahm ist der jetzt nicht. Das ist alles andere als lahm. Kurvenlage gefällt mir. Auch trotzdem jetzt nur Straßenreifen. Kackt. Habe ich besser uns halt gerade verschenkt. Naja. So, MGB. Okay, Sammy und Tiger. Skyline, hups. Da habe ich jetzt schon gedrückt. Aber ich wollte mich zu schnell und ich habe wieder eine Idee drum. Also eigentlich wie immer. Ein bisschen Einfluss generieren. Wir sind ja Influencer. Also möchten wir auch Einfluss haben. Lispeln. So, bald Level 250. Und dann noch 50 zu 300. Und damit dann auch zum zweiten Stern. Quasi zur zweiten Prestige-Stufe. Aber es dauert noch ein bisschen. Ja. Ein geiles Teil, ein geiler Porsche. Ähnlich wie jeder Porsche. Ist aber was Besonderes. Es war schwer, den zu bekommen. Das zeige ich noch mal kurz. War nicht ganz so einfach. Da kann man jetzt mit dem Update rein, aber dafür muss man halt hier im Sommer die Festival-Playlist auf 100% machen. Also den wöchentlichen Forzaton, alle 7 Daily-Forzatons, die Prüfung, Schauerin-Remix, dann alle Saisonmeisterschaften, alle saisonalen PR-Stunts, den monatlichen Rivalen und noch Online-Abenteuer. Muss man alles machen. Aber habe ich geschafft, weil den Wagen wollte ich haben. Deswegen war es mir wert, aber es ist schon ziemlich aufwendig. Das kann ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, war es das für heute. Also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.